Schönen Mittwoch, Feierabend. Hier ist 105 in Spreeradio. Ich bin Sebastian Oswald, bringe Sie besser informiert in den Feierabend. Und eigentlich müsste man diese Geschichte wirklich verfilmen. Es geht um Kunstraub, es geht um Detektive und dubiose Figuren. Und das alles vor unserer Haustür. Nach 70 Jahren kehren verschollen geglaubte Bilder nach Potsdam Sanssouci zurück. Am spektakulärsten die Geschichte von der Madonna mit dem Johannesknaben aus der Renaissance. Und unser Spreeradio-Reporter Leon Ginzel hat sich mit demjenigen getroffen, der das wertvolle Gemälde wieder zurückgeholt hat. 2009 scheitert eine erste Übergabe zwischen Franziska Wind von der Gemäldegalerie hier in Potsdam und einem holländischen Fabrikanten. Schon damals beteiligt Ben Seudema, Kunstdetektiv aus Holland. Aber genau dieser Ben Seudema schafft es im August 2014, den Kontakt zu dem Gemälde wiederherzustellen. Der ehemalige Besitzer ist mittlerweile gestorben, das Bild hat er verpfändet. Der Pfandleiher möchte das Bild jetzt der Stiftung überlassen für 15.000 Euro. Seudema vereinbart ein Treffen mit dem Mann an einer Tankstelle. Dann ist er gekommen mit einem LKW. Ich habe in dem LKW geguckt, da saß das Bild. Ich habe ihm die 15 Mille gegeben. Ich habe ihm gesagt, bevor ich das Geld gab, jetzt kriege ich von dich den Schlüssel von deinem LKW. Und dann sind wir mit dem Auto weggefahren. Er hat sein Geld bekommen. Eine Stunde später hat er sein leeren LKW zurückbekommen. Und dann habe ich Frau Wind angerufen und habe gesagt, wir haben das jetzt. Franziska Wind eilt nach der Übergabe sofort nach Holland, übergibt Ben Seudema das Geld in einer Anwaltskanzlei und nimmt das Bild nach fast 70 Jahren wieder in Empfang. Doch die Geschichte geht noch weiter. Der anonyme Mittelsmann aus Holland hat weitere Bilder in seinem Besitz. Unter anderem einen Caravaggio im Wert von 20 Millionen Euro. Ben Seudema rechnet daher mit weiteren Übergaben in den nächsten Jahren und verspricht, noch mehr Bilder zurück nach Potsdam zu bringen. Oh, es wird spannend bleiben. Eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Die Stiftung Preußische Schlösser bekommt Bilder zurück, die 70 Jahre lang verschollen waren. Heute wurde das erste vorgestellt, die Madonna mit dem Johannesknaben von einem Tizian-Schüler. Und dieses Bild, das sehen Sie auch auf spreeradio.de. Gleich Ed Sheeran im 50-50-Mix, einer der besten Songs von heute, Thinking Out Loud.